Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Update Wirtschaft an diesem Dienstag. Wir haben 25 Minuten Zeit, um die Zusammenhänge zwischen Politik, Wirtschaft und natürlich auch den Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu besprechen. Und heute geht es bei uns um den Klimaschutz. Dieses Thema steht ganz oben auf der Agenda, obwohl es um den ersten Blick um echte Umweltsünder geht, nämlich Ölmultis und auch die Tourismusbranche. Ja, auch die Tourismusbranche trägt zu einem erheblichen CO2-Fußabdruck bei, natürlich vor allem durch Fernreisen, durch Flugzeuge. Aber das können die Ölmultis natürlich locker toppen. Sie fördern und produzieren gerade, was das Zeug hält, natürlich auch angelockt vom hohen Ölpreis. Der Ölpreis spült ihnen Milliarden in die Kassen. Das werden wir uns noch genauer anschauen. Wir schauen uns aber zunächst mal an, wie der Ölpreis sich entwickelt hat. Und zwar mit Blick auf die vergangenen zwei Jahre, auf den Februar 2020. Seitdem war der Anstieg wirklich beachtlich. Im Februar 2020, da kostete das Öl noch rund 58 Dollar. Und der Ölpreis stand gestern Abend um 18 Uhr. Der Ölpreis lag dabei rund 93 Dollar, das Fass der Nordseesorte Brent. Ein Anstieg ist das von 60%. Wenn man den Tiefpreis ansieht, dann geht es um mehrere 100%. Das war im April 2020. Ja, und BP hat natürlich wie alle anderen Ölmultis auch davon kräftig profitiert. Der Konzern hat für das vergangene Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn von 7,6 Milliarden Dollar angekündigt. Und das freut natürlich auch die Aktionäre, die sich über hohe Dividenden freuen dürfen. Und damit fällt doch eigentlich der Abschied aus dieser Energie sehr schwer. Je höher der Preis, desto attraktiver ist es, damit natürlich auch Geschäfte zu machen. Aber darüber will ich reden, denn die Ölmuttis, die stehen ja auch unter Druck, und zwar von Seiten der Politik. Die müssen sich ändern, die müssen raus aus der fossilen Energie und kündigen das auch immer vollmundig an. Einer, der da ganz kritisch hinschaut, das ist Hans-Josef Fähe, Energieexperte. Einige von Ihnen kennen ihn noch aus seiner Zeit als grüner Bundestagsabgeordneter. Herr Fähe, ich begrüße Sie ganz herzlich, und Sie sind damals gewesen und heute auch noch ein wirklich harter Kämpfer und Streiter für erneuerbare Energien. Aber wir schauen darauf, was die Ölmultis vielleicht zu dieser Energiewende beitragen können. Aber wir schauen zunächst mal auf diese Zahlen, nämlich auf den Ölpreisanstieg. Herr Fähe, je höher der Ölpreis, desto unattraktiver wird es ja für diese Konzerne, daraus aus diesem wirklich lukrativen und profitablen Geschäft auszusteigen. Da fällt der Abschied schwer. Ja, guten Morgen, Frau Holz. Das hat zwei Seiten. Auf der einen Seite haben Sie richtig beschrieben, dass hohe Ölpreise natürlich hohe Gewinne in die Kassen der Ölmultis spülen und sie damit natürlich auch sehr stark investieren können. Aber auf der anderen Seite ist ein hoher Ölpreis natürlich eine Katastrophe für die Energiekunden. Und wenn wir heute sehen, dass die erneuerbaren Energien die billigste Art der Energieerzeugung geworden sind, dann treibt ein hoher Ölpreis natürlich immer mehr Energiekunden hinein in die erneuerbaren Energien und weg von den Ölmultis. Das gefällt diesen natürlich auch nicht. Und so sitzen sie eigentlich in einer doppelten Falle. Hohe Ölpreise verlieren sie die Kunden, niedrige Ölpreise verlieren sie die Finanzkraft. Eigentlich haben die Ölmultis schon verloren. Nur, dass sie jetzt noch stark investieren, ist ein großer Schaden für den Klimaschutz. Sie wollen alleine in den nächsten vier Jahren 1,4 Billionen Euro, Entschuldigung, US-Dollar in die Öl- und Gasversorgung investieren. Das ist natürlich ein katastrophaler Schaden für den Klimaschutz. Aber das zeigt natürlich, es gibt ein Preissignal. Hohe Ölpreise sind lukrativ für die Ausbeutung, für die Ölländer, für die Ölmultis. Und Sie sagen, erneuerbare Energien haben sich preislich angenähert. Aber der hohe Ölpreis, der kommt ja auch deshalb zustande, weil die Nachfrage nach Öl und nach Gas enorm gestiegen ist in der Pandemie. Also sobald sich die Wirtschaft erholt hat, stieg auch die Nachfrage weltweit, wird es gebraucht. Und das ist ein Grund dafür. Also von wegen Abschied auch von dieser Seite, auch von Verbraucherseite aus der fossilen Energie.
Ja, der Abschied dauert natürlich zu lange. Es kann aber auch sich sehr stark beschleunigen, weil die ökonomische Kraft inzwischen wirklich sehr stark ist. Das ist ganz anders als noch 2010, als wir in der Weltwirtschaft auch sehr hohe Ölpreise hatten. Damals waren erneuerbare Energien noch teuer. Das hat sich gewechselt und hat sich geändert. Insofern können wir hoffen, dass es hier eine große Chance gibt, dass tatsächlich die Kunden den Umstieg nun beschleunigt auf erneuerbare Energien schaffen. Und wir müssen noch etwas anderes sehen. Es ist nicht nur die Nachfragesteigerung, die den Ölpreis nach oben treibt, sondern wir haben auch immer stärkere Verknappungstendenzen. Wenn ich vorhin vor den 1,4 Billionen Euro, die in den nächsten 4 Jahren in das Öl- und Gasexploration gesteckt werden sollen, gesprochen habe, so macht das nur in Anführungszeichen eine Erhöhung der Öl- und Gasförderung von 7% aus. Die IEA jährlich, nein, insgesamt. Aber die IEA hat uns vorausgerechnet im letzten World Energy Outlook, dass die jährliche Ölförderung demnächst um etwa 7% sinken wird. Das heißt, diese Investitionen gleichen nicht einmal den Rückgang der Förderung aus, den wir durch viele verschiedene Effekte sehen, leer werdende Ölfelder, aber auch natürlich Unfälle, Katastrophen, geopolitische Ereignisse, die wir aktuell in der Russland-Krise sehen und Ukraine-Krise sehen. Also da ist eine Gemengelage von vielen Faktoren, die auch auf die Ölförderung einen Druck machen und das Gut immer knapper werden lassen. Das treibt die Ölpreise zusätzlich nach oben. Wir schauen noch mal auf die Ölkonzerne. Die stehen massiv unter Druck, zum einen von natürlich der Seiten der Politik. Sie müssen es schaffen, auch zur Klimawende beizutragen, also zum Klimaschutz, und müssen sich verabschieden aus dieser Art von Ausbeutung fossiler Energie und aus ihrem großen Fußabdruck, den sie da hinterlassen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch die Investoren. Wir stehen hier auf dem Parkett. Die ganz großen Investoren, die weltgrößten, der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock, der sagt, nee, wir wollen nicht mehr bei euch investieren. Pensionsfonds wie der norwegische Staatsfonds oder auch der niederländische Pensionsfonds, besser gesagt, die wollen auch nicht mehr ihr Geld in eine solche, ja, vom Aussterben bedroht oder Energie, wie Sie selbst sagen, beziehungsweise eine Energie, die unserer Umwelt massiv schadet, investieren. Also ohne die Ölmultis gelingt das Ganze ja nicht. Wo stehen die denn da? Also die Ölmultis haben ja schon seit vielen Jahrzehnten immer wieder den Klimaschutz auf ihre Fahnen geschrieben. Aber wir müssen im Nachgang feststellen, es war immer wieder mit dem englischen Wort ausgedrückt Greenwashing. Sie haben getäuscht. So hat sich BP beispielsweise schon vor langer Zeit mal Beyond Petroleum genannt, hat das wieder abgeschafft. Shell hat mal 1998 angekündigt, in Hamburg Ökostrom zu liefern. Ich sehe nichts davon. Also die Ölmultis haben immer den Mund vollgenommen, aber nie wirklich in die erneuerbaren Energien und den Klimaschutz investiert. Aber Sie haben natürlich auch recht. Es ist nicht nur die Frage, ob die Ölmultis genügend Geld haben, das haben sie jetzt, um auch selbst wieder explorieren und Förderung investieren zu können. Aber sie können das nicht alleine. Sie brauchen die große Finanzwirtschaft der Welt. Und dort entsteht tatsächlich eine starke Bewegung, Divestment genannt, die gesagt hat, wir investieren nicht mehr in fossile Energien. So sind die Divestment-Fonds, die auf der Welt 2021 15 Billionen US-Dollar betragen haben, in 2022 angekündigt auf 40 Millionen gestiegen. Noch nicht, aber es wird wohl in diesem Jahr so kommen. Das heißt, die Finanzwirtschaft zieht sich in einem immer größeren Stile aus der Ölwirtschaft zurück. Und das hat wiederum zwei Effekte. Zum einen werden die Ölmultis nicht so investieren können, wie sie das gerne wünschen. Zum anderen wird das zusätzlich natürlich die Ölpreise nach oben treiben. Und die gute Seite, der Ausbau der erneuerbaren Energien wird damit massiv befördert werden. Das ist der einzige Effekt für den Klimaschutz. Diejenigen, die gerade ihre Ölrechnung sehen, ihre Gasrechnung sehen, ihre Stromrechnung sehen, die werden zu Ihnen sagen, schön und gut, Sie haben gut reden, Herr Fell, die Preise steigen. Das ist langfristig gesehen ein Preissignal, das für erneuerbare Energien spricht. Aber ich muss jetzt diese Rechnung bezahlen und ich will nicht in einer kalten Wohnung sitzen. Und die erneuerbaren Energien sind noch lange nicht so weit, um genau diesen Bedarf zu decken. Also die Erneuerbaren wären lange so weit gewesen, wenn wir die
enormen Wachstumsgeschwindigkeiten. Man spricht davon exponentiellen Wachstumsraten, die bis 2012 durch das Erneuerbare Energiengesetz unter der rot-grünen Regierung geschaffen wurden, wenn die fortgelaufen werden. Aber nein, in Deutschland hat man dann einen massiven Druck auf die erneuerbaren Energien organisiert, sodass der jährliche Ausbau der erneuerbaren Energien massiv dezimiert wurde. Genau das haben wir jetzt natürlich auch als Schaden in wenigen Wochen, wo jetzt die Ölpreise die Kunden massiv belasten und auch die Erdgaspreise, auch die Kohlepreise, auch die Strompreise. In diesen wenigen Wochen können wir natürlich nicht schnell umsteigen. Wann aber können wir denn umsteigen? Ein Versäumnis. Ganz zum Kurz. Ja, wann das ist ein Versäumnis der letzten Jahre. Und wir werden sehen, dass eine Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer Energien die einzige Lösung ist, um von hohen Energiepreisen mittelfristig uns zu schützen. Herr Fell, verraten Sie uns, wann erneuerbare Energien Öl und Gas ersetzt haben? Wie lange müssen wir warten? Ganz kurz. Wir haben mit der Energy Watch Group eine Studie aufgestellt, wonach die gesamte Energieversorgung Gesamtdeutschlands, also Strom, Wärme, Treibstoffe, Verkehr, Industrie, alles bis 2030 vollständig durch 100% erneuerbare Energien ersetzt werden kann, wenn man den politischen Willen aktiv in dieser Richtung macht. Und das tolle Ergebnis ist, dann sind die Energiepreise für die Kunden günstiger als heute. Aber dafür braucht man noch einen langen Atem und man muss noch damit rechnen, dass die Öl- und die Gasheizung wirklich hoch bleiben. Also eine lange Durchstrecke noch, aber immerhin mit Aussichten, dass sich da was ändert. Vielen Dank, Herr Fell. Wir schalten um auf die Tourismusbranche und da gibt es wirklich eine erstaunlich gute Nachricht und die kommt von unserem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, sagt nämlich, uns steht ein super Sommer bevor. Damit meint er natürlich nicht das Wetter, das kann er nicht vorhersagen, aber er meint die Pandemie und das werden die Reisekonzerne sehr gerne hören, die unter der Pandemie ja doch massiv gelitten haben. Die Tourismusbranche war und ist immer noch arg gebeutelt. Das sieht man auch an diesem Winterquartal, aber das ist natürlich auch saisonüblich, immer unter Druck, immer mit Verlusten behaftet. Der Reisekonzern TUI hat auch Verluste entsprechend für das Winterquartal gemeldet, aber spricht auch von einem starken Sommer, also rechnet damit, das können die natürlich ablesen an den Buchungszahlen, die sie jetzt schon sehen. Und das bringt auch dann TUI dazu, dass man die Staatshilfen, die ja nicht unerheblich waren während dieser Corona-Pandemie, zurückzahlt. TUI will insgesamt 0,7 Milliarden Euro sozusagen ablösen. Ja, die Sehnsucht nach Reisen ist sehr groß, wahrscheinlich auch nach Fernreisen, auf die man jetzt auch lange verzichtet hat. Aber in der Corona-Pandemie ist auch was passiert, nämlich die Einstellung zum Reisen hat sich geändert. Das sagen zumindest mal Tourismusforscher, nämlich der Wunsch auch nach Nachhaltigkeit, dass man eben auch als Reisender nicht mehr einen solch großen Fußabdruck hinterlässt. Und dazu begrüße ich jetzt den Tourismusforscher und Nachhaltigkeitsexperten Martin Ballasch. Ich freue mich, dass Sie da sind. Guten Morgen. Herr Ballasch, wir schauen zuerst mal auf die Zahlen von TUI. TUI, der weltgrößte Reisekonzern, sagt, wir rechnen mit einem starken Sommer. Was weckt das bei Ihnen? Freuen Sie sich, dass TUI sagt, toll, wir haben einen starken Sommer vor uns? Oder sagen Sie, oh oh, da kommen wieder zu viele Massenreisen auf uns zu? Na gut, zunächst einmal kann man schon sagen, dass die Tourismusbranche insgesamt sehr stark gebeutelt ist von der Corona-Pandemie. Und das ist immer noch der Fall. Global gesehen gab es im letzten Jahr ein Minus von über 72%, was die internationalen Gästeankünfte angeht im Vergleich zu 2019. Und das ist natürlich schon eine wirklich sehr schlimme Situation. Davon betroffen sind dann vor allem auch die großen Touristikkonzerne wie eben TUI, die in diesem Jahr eigentlich gar nichts anderes mehr können, als wieder loszulegen. Also es braucht jetzt auch wirklich wieder den Staat, um überhaupt weiterhin überlebensfähig sein zu können. Übrigens, wenn wir über diese Verluste sprechen, dann betrifft das nicht den gesamten Tourismus. Also der Inlandstourismus, Reisen innerhalb eines Landes, ist gar nicht so stark eingebrochen in den letzten beiden Jahren. Es gab sogar Regionen wie hier in Deutschland, die Ostseeregion Schlei beispielsweise, die letztes Jahr sogar noch stärkeren Tourismus hatten als in Vorpandemiezeiten. Das hilft jetzt den großen Konzernen wie TUI nicht weiter, die eben immer noch sehr stark betroffen sind von dieser Corona-Pandemie.
Aber es hilft zumindest mal der Umwelt weiter, weil man braucht für die Ostsee eventuell nicht ein Flugzeug, sondern kann mit dem Auto, mit der Bahn hinfahren. Das hat also der Umwelt durchaus gut getan. Aber wir kommen nochmal auf das Thema Fernreisen. Ich glaube, sobald es geht, wollen die Leute auch wieder ein ferneres Reiseziel in Angriff nehmen. Und Fernreisen haben ja nicht nur was Negatives an sich, dass man sich in das Flugzeug setzt, sondern im besten Fall lernt man auch was dabei, wenn man in die Ferne reist. Das war eigentlich immer auch ein Ziel von Tourismus, von Reisen. Passt das zum Thema Nachhaltigkeit? Naja, also wir müssen hier eben schon schauen, dass es ein gewisses Dilemma gibt. Sie haben es angesprochen. Einerseits ist Tourismus eine sehr energie- und emissionsintensive Branche. Wenn man das mal zusammenrechnet, sind ungefähr 8% des weltweiten CO2-Ausstoß durch den Tourismus bedingt. Das ist eine immense Anzahl. Und das sind eben vor allem diese internationalen organisierten Flugreisen. Flugreisen machen einen Emissionsanteil von 50-90% der gesamten Reise aus. Und das sind viele Emissionen. Die übersteigen zum Teil eben auch die Pro-Kopf-Jahresemissionen in vielen Ländern, vor allem des globalen Südens. Das ist die eine Seite. Sie haben es aber auch angesprochen, nachhaltiger Tourismus ist mehr als jetzt nur diese Klimaseite, sondern Tourismus hat eben auch viele positive Effekte, vor allem auch ökonomische, wirtschaftliche Effekte in Regionen. Es schafft viele Jobs, die eben nicht outgesourced werden können, die vor allem auch in ländlichen Regionen sind und erzeugt auch viele Effekte, zum Beispiel die Intakthaltung, die Instandsetzung von Infrastrukturen, Verkehrsinfrastruktur, belebtes Leben in Innenstädten, Cafés, Restaurants, Freizeitinfrastrukturen, die eben durch den Tourismus erhalten werden können. Das sind natürlich viele positive Faktoren, aber auch zum Beispiel das Kennenlernen von neuen Kulturen, das Miteinander und so weiter. Das ist, sage ich mal, die Kehrseite oder die positive Seite. Aber und da steckt der Tourismus in einem Dilemma. Aber Herr Balasch, wie komme ich aus diesem Dilemma raus als Reisender? Wenn ich weit weg will, kann ich ohne Flugzeug nicht. Was kann ich denn da machen? Kann ich das wirklich guten Gewissens kompensieren, oder? Muss ich darüber hinwegschauen? Naja, also wir müssen schon sagen, dass jetzt erstmal die Branche gefragt ist, hier eben wirklich sehr große Anstrengungen zu unternehmen, noch viel größere, als sie es bislang getan hat, um eben von dieser Emissionsintensivität und dem Klimaschaden quasi wegzukommen. Das ist in allererster Linie erstmal eine Aufgabe der Branche. Aber auch die Touristen können natürlich schauen, dass sie sich entsprechend klimafreundlicher auch umschauen, dass sie eben länger ihre Reise planen, also länger vor Ort auch bleiben, vielleicht nicht so oft kurze Fernreisen machen und dann möglichst eben auch das Geld in der Region ausgeben, um dann die positiven Effekte eben auch möglichst groß zu halten. Wer spielt denn da ganz vorne mit beim Thema Nachhaltigkeit in dieser Tourismusbranche? Es ist ja auch eine Frage des Geldes. Eine Pauschalreise hat ja nun mal auch den Charme, dass sie günstiger ist. Und Inflation, die Leute haben nicht mehr so viel Geld zum Reisen übrig. Naja gut, das stimmt schon. Und ich muss erst mal sagen, also ungefähr jeder fünfte in Europa kann sich ja aktuell auch gar keine Reise finanziell leisten. Und durch die Corona-Pandemie kann das schon sein, dass das auch noch mal ansteigt. Aber wir sehen gegenläufig auch sogar den Trend, dass die Menschen eher vorhaben, wieder mehr Geld für Reisen auszugeben in diesem und im kommenden Jahr. Das sind wahrscheinlich dann auch diese positiven Prognosen, von denen beispielsweise auch TUI spricht. Es zeigt sich, dass die Menschen wieder reisen wollen und durchaus jetzt auch bereit sind, wieder mehr Geld dafür auszugeben. Das birgt aber eben wieder die Gefahr, dass jetzt wieder der internationale Tourismus so sehr stark anfährt, damit eigentlich auch die Einsparungseffekte, die in den letzten beiden Jahren, was den Klimaschutz angeht, daran jetzt wieder überkompensiert werden. Und hier muss eben auch gehandelt werden, die Industrie, aber auch die Politik ist hier natürlich gefragt. Herr Balasch, geben Sie uns am Schluss noch mal kurz einen Hinweis. Worauf kann ich achten, wenn ich an nachhaltigen Reisen interessiert bin? Gibt es sowas wie ein Biosiegel für Reisen? Ja, das gibt es in der Tat. Also da kann man durchaus schauen. Es gibt diverse Zertifikate zu nachhaltigem Tourismus. Man muss hinzufügen, es gibt da noch nicht so viel. Also man muss schon ein bisschen genauer hinschauen. Der Tourismus hinkt ja noch ein bisschen hinterher im Vergleich zur Landwirtschaft, wo fast 13% der Betriebe schon Biosiegel führen. Ist es im Tourismus ungefähr 2-5%. Sie sehen, da ist leider noch Luft nach oben. Aber ja, man kann da schauen und da kann man dann wirklich auch bei gewissen Siegeln guten Gewissens sein, dass hier wirklich viel getan wird. Man kann aber natürlich schon auch überlegen,
Wie gesagt, welche Flugreise man unternimmt, auch mit welcher Airline man fliegt, da gibt es wirklich sehr große Unterschiede auch bezüglich der Bestrebungen des Klimaschutzes. Und zuletzt kann man selbstverständlich auch sich überlegen, dann diese Emissionen, die anfallen durch den Klima, durch den Flug, dann zu kompensieren mit einem seriösen Kompensationsanbieter, wie zum Beispiel Atmosphäre. Ich bedanke mich. Also viele Handlungsanleitungen für uns alle, für jeden Einzelnen. Aber natürlich ist die Branche da auch ganz stark gefragt. Und ohne deren Zutun ist das nicht zu schaffen, dass der Fußabdruck in diesem Bereich kleiner wird. Wir wechseln das Thema, aber wir schauen zuerst mal noch ganz kurz auf den DAX, wie der sich an diesem Morgen zeigt. Der zeigt sich nämlich im Plus. 75 Punkte geht es hier hoch auf 15.282. Also wieder ein erfreulicher Tag, ein Plus von 0,5%. Und wenn man sich auf einzelne Aktien konzentriert hat in letzter Zeit, dann ist aufgefallen, dass die Chip-Aktien eigentlich recht vorne mitspielen. Denn Chips sind in diesen Zeiten ein absolut heiß begehrtes Objekt. Heiß begehrt auch deswegen, weil es Mangelware ist. Die Autoindustrie leidet, die Maschinenbranche leidet darunter. Von Anbeginn der Pandemie an gab es Probleme, es gab verzögerte Lieferketten. Die Nachfrage explodierte, gerade auch, weil man im Homeoffice einen höheren Bedarf an Computern hatte, an Tablets. Die meisten Chips, die wir benutzen, die kommen aus Taiwan, aus Japan und auch aus China. Also wir sind sehr abhängig auch von diesen Lieferketten, von diesen Zulieferern, dass wir die EU jetzt ändern. Die EU will Milliarden in die Hand nehmen, um die Chipproduktion in Europa zu fördern. Und darüber will ich jetzt sprechen mit Markus Plettendorf aus unserer Wirtschaftsredaktion. Guten Morgen, herzlich willkommen, freue mich, dass Sie da sind. Was hat die EU vor und was soll das Ganze bewirken? Ja, dass die EU davor hat, ist ein milliardenschweres Subventionsprogramm. Sie haben es gerade schon richtig gesagt. Der European Chips Act, der sieht milliardenschwere Förderungen vor, um eben die europäische Chipproduktion anzukurbeln. Das berichten mehrere Zeitungen, die schon reingeguckt haben in das Papier. Konkret sollen es 30 Milliarden sein, die direkt in die Produktion fließen sollen von Chips. Weitere Milliarden dann für Forschung, für Entwicklung, für Start-ups. Und das Ganze hat zum Ziel, die europäische Chipproduktion von einem Weltmarktanteil von derzeit 10% auf 20% hochzubekommen bis zum Jahr 2030. Jetzt muss man dazu sagen, bis zu diesem Zeitpunkt, bis 2030, geht man davon aus, dass sich der Weltmarkt auch noch mal verdoppelt. Mhm. Also sprechen wir rechnerisch eigentlich über eine Vervierfachung der europäischen Chipproduktion. Das sind sehr ehrgeizige Ziele. Aber was dabei auffällt, ist, dass die EU direkt investieren will in diese Produktion. Eigentlich investiert sie, gibt sie Geld, subventioniert sie doch Entwicklung und Forschung. Warum dieser Sinneswandel? Ja, weil man eben Angst hat vor dieser Abhängigkeit vom asiatischen Raum, die wir auch jetzt mit den Lieferengpässen ja schon sehen. Dazu kommen geopolitische Risiken. Der Streit zum Beispiel zwischen China und Taiwan, der könnte eines Tages eskalieren. Und in Taiwan zum Beispiel, da ist eine Firma TSMC, das ist der weltgrößte Auftragsproduzent von Chips. Da geht man davon aus, dass mehr als 50% der in Auftrag gegebenen Chips alleine aus dieser Fabrik kommen. Und sollte die irgendwann mal Lieferprobleme bekommen, weil ein Konflikt eskaliert, ja, da schätzt der zuständige EU-Kommissar, dass dann europäischen Unternehmen maximal nach 3 bis 4 Wochen die Computerchips komplett ausgehen würden. Also eigentlich doch ein richtiger Ansatz, die Chipproduktion in Europa auszubauen. Aber die EU versucht ja auch, ausländische Chiphersteller hierher zu holen. Intel, Sie haben jetzt auch gerade noch einen anderen genannt. Aber droht da nicht auch, dass die kommen und sagen, ach, wunderbare Subvention, ein milliardengroßer Topf, da bediene ich mich jetzt mal? Ja, natürlich besteht diese Gefahr. Dem versucht man ein bisschen vorzubeugen, indem man die Subvention mit strengen Auflagen verknüpft. Im Extremfall will man den angesiedelten Unternehmen dann vorschreiben können, welche Branchen sie überhaupt noch beliefern. Bis hin zu dem Verhängen von kompletten Exportstopps soll da einiges möglich sein. Und man will nur wirklich innovative Unternehmen fördern. Jetzt müssen wir uns diesen Begriff innovativ in der Chipherstellung mal angucken. Die im Moment High-End-Halbleiter, die besten Chips, auf denen können Schaltelemente in einer Größe von 5 Nanometern verbaut werden. Und genau solche Unternehmen, die hätte man gerne hier auch in Europa, die sowas produzieren können.
Experten sagen allerdings Vorsicht bei der ganzen Geschichte, wenn wir die hier ansiedeln. Es ist gar nicht klar, wie viele von diesen High-End-Chips man am Ende wirklich benötigt, ob wir die Fabriken damit ausgelastet bekommen. Man solle doch vielmehr auch, ja, wenn auch moderne Chips, aber einfachere Chips, ich nenne sie jetzt mal so Brot- und Butter-Chips, fördern. Von denen werden nämlich sehr, sehr viel mehr gebraucht als von diesen High-End-Produkten. Allerdings muss man auch dazu sagen, was jetzt im Moment High-End ist, ist wahrscheinlich in 1 bis 2 Jahren bei der schnellen Entwicklung in der Branche auch schon wieder Brot und Butter. Das zeigt nämlich auch, Herr Plettendorf, vielen Dank fürs Gespräch, wie schwierig es mit Subventionen ist. Ein Thema, das uns auf jeden Fall in dieser Sendung noch weiter beschäftigen wird. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und würde mich sehr freuen, wenn Sie morgen auch wieder dabei sind.